Hallo, hier ist wieder euer Brennmal. Es war eine Scheißstelle für einen Cut, aber ich muss mich so ein bisschen an die, wie Zeiten von der Videolänge halten. Weil sonst ergeht es mir hier genau wie mit einigen anderen Spielen. Was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Ach, ich muss den Hausmeister, glaube ich, besuchen. Oh, was ist das denn? Einen Moment nochmal. Geht's hoffentlich weiter. Ich habe eigentlich die Musik abgeschaltet und den Sound leiser gemacht, aber irgendwie merke ich davon gerade nichts, was mich gerade ein bisschen dezent ankotzt. So, das ist ein Buch. Das funktioniert wieder nicht so, wie es eigentlich funktionieren sollte. So. Da jetzt nee. Ach, Whiskyflasche ist das. Das. Nein. Nein. Ist das auch schon Socken? Ich könnte ja eigentlich mal auf die Map gucken, wo ich hin muss. Tja, ich glaube hier runter, ne? Da bist du ja. Hast du gut geschlafen? Hm? Ach so. Ja, hab ich. Ja, ich muss nochmal gucken, ob ich das. Entschuldigung, dass ich das jetzt mitten im Spiel machen muss, aber es. So, runter, das noch ein bisschen weiter. Gibt's doch nicht. Übernehmen, geht nix. Das nervt doch schon irgendwie, ey. Das ist. Oh, was wollte ich denn jetzt? So, ich würde mir mal das Kreuz angucken. Ich weiß, dass man das irgendwie. Naja, vielleicht kommt das später noch. Ja, was wollte ich vorhin erzählen? Ja, genau, mit der Videolänge. Sonst geht es mir wie bei anderen Spielen. Das mit dem Rendern klappt zwar super. Ich das jetzt auch wieder. Ja. Rendern klappt zwar super, aber mit dem Hochladen. Ich habe ja so eine langsame Internetverbindung leider. Und da komme ich da teilweise echt nicht hinterher, wenn die Dateien so groß sind. Dass ich im Moment dezent wenig rede, erstmal hier mit der scheiß Steuerung zurechtkommen. Was heißt scheiß Steuerung? Ich bin einfach nur zu blöd. Ein Wasserhahn. Cool.
seine Pläne ein wenig ändern. Aha. Kann ich? Ups. Pack ihn weg. Ich habe einen Schraubstock gestohlen, vielleicht sollte ich damit etwas zerschlagen. Hm? Okay. Ach, so. Na, entweder gerät der Kerl sich jetzt um, sonst kann ich doch... Klavier? Klavier? Was ist denn hier? Nein. Hier stand ein Klavier, ne? Nein. Oh! Ich glaube, ja. Spielende. Das passiert, wenn man sich erwischen lässt. So ein Scheiß. Muss ich jetzt echt nochmal von neu anfangen? Na gut. Jetzt wissen wir ja, was wir zu tun haben. Da bist du ja. Hast du gut geschlafen? Nein, habe ich nicht. Ihr schnarcht alle so laut. Ich denke mal... Der Saufbold muss sterben. Jetzt mache ich das aber erst so. Muss nur die komische Tante da mal verschwinden. Hallo Tante, verpiss dich endlich. Ich muss mit deinem Vater über diesen Handwerker reden. Ja, dann geh, hau ab. Dein Sohnemann ist schwer beschäftigt. Mal dieses ins Notizbuch herlocken. Ach, na gut. Herlocken funktioniert super. Stift schnell wegpacken. Gab es hier sonst noch was zum Einsammeln? Ich glaube nicht, ne? Hallo, Onkel. Das Klavier reparieren. Dann repariere mal das Klavier. Ja, Mama läuft da auch noch schön rum. Mama aber abhauen.
Splash! Erst den Dreh raus. Ne, erst, hä? Ach, erster den Dreh raus, hä? Ich sage es Ihnen ungern. Aber anscheinend war Ihr Handwerker sturzbetrunken. Irgendwann musste es einmal passieren. Ich wollte ihn nach den Zwischenfällen feiern, hab's aber nicht übers Herz gebracht. Nach den jüngsten Ereignissen ist es schwer genug, das Personal zu halten. Geben Sie sich nicht die Schuld. Das ist der schlimmste Fall von beruflicher Nachlässigkeit, der mir je begegnet ist. Das erklärt vielleicht das Gasleck. Aber nicht den Tod im Kühlraum. Die Autopsie des Dienstmädchens ergab nichts. Aber momentan ist unsere Theorie, dass sie ein schwaches Herz hatte. Oder Kreislaufprobleme. Genau. Messerscharf. Darf ich jetzt mal loslegen und direkt so mit und ne? Gut, ich habe mal die Gelegenheit, dann machen wir hier einen Cut und machen beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen, auch wenn ich wieder wenig sabbel, weil ich mich noch ein bisschen konzentrieren muss. Ich hoffe, das legt sich. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Brennmar.